Let's Play in Dark Mode bei Sofa Gaming William Steel Kampagne im Norden. Müsste die Aufnahme Nummer 7 sein. Und wir sind in der Bibliothek. Und ich möchte aber eigentlich gerne in die Katakomben. Beziehungsweise. Vielleicht auch erstmal in den Bell Tower. Wo geht's denn hier runter? Ich sollte es hier gar nicht runtergehen, oder? Ja, doch in die Guards Mess. Dann geht's in den Courtyard. Ja, Hier ist die Bibliothek. Hier ist jetzt nichts irgendwie Spannendes für mich, leider. Ein bisschen Gold, was ich mitnehmen kann. Hier oben wollte ich eigentlich nicht hin. Ich denke, ich werde erstmal in den Bell Tower gehen. There you are. Hier ist niemand. Take that. I bet I can find you. Charge. Das klappt leider nicht immer mit dem Instinkt beklauen. Ja, sehen wir nochmal, wie die reinkommen. Da hatte ich eben gequicksaved in der Aufnahme davor. Und die Inventarführung macht mich leider ein bisschen kirre hier. Sehr cool, wenn man das eigentlich irgendwo auf einer anderen Taste hätte. Gibt's auch tatsächlich auf einer anderen Taste. Nice. Das habe ich mir nicht eingeprägt. Habe ich der Mod bzw. dem Standalone mal wieder Unrecht getan. Ich wohl zu blöd bin, den Button für die Map zu finden. Kann der Spieler nichts für. So, jetzt gehen wir mal hier runter und hoffen wir, dass wir vor dem hier in die Ecke kommen. Was ein bisschen dunkel ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, hier ist doch gut. Ja, jetzt muss ich es mir nur noch angewöhnen. Wir sind... Wo sind wir eigentlich? Wahrscheinlich da, wo Edition steht. Rechts davon. Das sieht hier aus wie bei den Wachen. Ich weiß noch nicht ganz, wo wir sind. Speichern mal und huschen mal schnell hier rüber. Okay. Man versucht sich beim Kartenspielen. Aber es klappt noch nicht so ganz und er hat die Regeln auch noch nicht so verstanden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich weiß, wo ich bin. Glaube ich. Ja. Nee, das brauchen wir gerade nicht wirklich. Wir sind quasi im Courtyard. Ich denke, ich werde durch die Barracks erstmal in den Bell Tower gehen jetzt. Und dann nochmal gucken, ob ich irgendwie runterkomme. Oh Gott. Irgendwo Türen knacken oder so. Immer gut haben. Hallo, das hat wohl eins da getroffen. Okay. Hi, Kumpel. So, hier geht mal weiter, dann lassen wir die Fackel dann schön zur Wasserpfeile verschwendet. Aber ich glaube, ich habe zwei in der Mission gefunden am Anfang. Die nächste Woche. Hier geht's echt munter zu.
Geht's wieder nach oben? Nach oben will ich aber eigentlich nicht. Oh mein Gott, das war ziemlich fail. Der mal direkt dahinter gewartet hat. Dann warten wir mal auf den, bis der auch weggeht. Und dann gehen wir nochmal rechts durch. Dann müssten wir eigentlich... Ja, wir müssen nochmal durch Trumpets Chambers durch. Das kann ja auch nicht richtig sein. Irgendwie... Bin ich hier von meinem Weg noch nicht so ganz überzeugt, wo ich hier gerade lang gehe. Ich glaube, jetzt bin ich gleich wieder in der Kirche. Korrekt. Aber von hier aus können wir auch in den Bell Tower. Auf einen etwas anderen Weg. Und zwar einmal hier auf die andere Seite. Müsste ja hier links der Bildhauer sein. Glaube ich. Genau, das war die Outer Door. Da ging es nach oben. Und das sieht aus wie der Bildhauer. Da gehe ich jetzt erstmal hoch. Gucke mal, was da so drauf ist. Das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, die Stockwerke zu wechseln. Wahrscheinlich auch die, die am wenigsten bewacht ist. Ach, hier sind wir. Okay. Das habe ich beim letzten Mal von oben gesehen. Hier ist unser Abstellraum nochmal. Was liegt hier? Die westlichen Katakomben, jawohl. Damit haben wir quasi... Katakombenkarte zusammengesetzt. Kann man die eigentlich korrekt irgendwie kombinieren noch? Nehmen wir noch ein bisschen was mit hier an Waren. Ja, dann gehen wir erstmal nach oben und dann gehen wir nach unten. Und gucken wir mal, wo denn was in den Katakomben ist und wo wir irgendwo vielleicht mal den Schädel finden. Der Goldbarren soll ja auch irgendwo unten in den Katakomben aufbewahrt sein. Den wir suchen. Gucken wir mal. Erstmal, wenn ich hier klingel, das ist bestimmt nicht so gut. Hier liegt ein Zettel. Ach so. Zwei Katze. Okay. Es gibt drei Särge und wir wissen nicht, wo der Bruder hier beerdigt ist. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt echt einfach erstmal runter. Ich denke, dass sein Schädel irgendwo bei einem mit anderen, von den anderen mit drin liegt. Und bei einem brauchen wir eine Kerze. Ich hoffe einfach mal, dass in den Katakomben Kerzen sind, die wir benutzen können. Um diese eine Geheimschaltung auszulösen. Was ich natürlich immer noch nicht gemacht habe, ist ausprobieren, wie das mit dem Weihwasser genau funktioniert. So, hier sieht es mal dunkel aus. Ich glaube, hier bin ich hier runtergekommen. Ich glaube, das habe ich ausgemacht.
als ich aus dem Keller gekommen bin. Hier ist der Keller. Dann geht's mir hier nicht in die Katakomben, oder? Hier ist nämlich irgendwie Ende. Genau, hier geht's in... Bin ich jetzt blöd? Ich hab doch gerade eine andere Karte gesehen. Map in Inventory of the Catacombs. To Bell Tower. Da muss es doch hier irgendwo im Bell Tower auch nach oben gehen, oder? Entrance. Terranvin Thomas. Gehen wir erst wieder hoch. Das ist die Kirche. Hier will ich nicht hin. Oder? Ich muss in die Chapel. In der Kapelle ist auf jeden Fall der Eingang. Also einen drunter. Gott. Ich dachte eigentlich, es wäre so viel kleiner, dieses Gebäude. Also hier. Hier ist die Baracke. Genau. Natürlich wieder bei Trumbull vorbei. Oder wir schleichen uns hier durch die Mitte. Sehr gut, dass ich den angerammelt habe, nachdem ich gespeichert habe. Das ist wohl gerade Wachablösung. Ich müsste quasi hinter ihm her und dann nach rechts. Probieren wir das nochmal. Was ist hier? Nix, okay. Irgendwas hatte der Lord Harkov doch mit einer Kerze geschrieben, die irgendwie benötigt wird. Ach so, hier wären wir eben reingekommen, okay. Ich probiere nochmal mein Glück. So, okay. Karte, Karte, Karte. Hier raus und dann nach rechts. Er geht wo lang? Er biegt hier ab. Läuft nicht in mich rein, finde ich sehr gut. Wo steht da eine Tür offen? Naja. Schon seine Richtigkeit haben. So, genau, und hier war die Kapelle. Da war der Außenbereich und hier war der Geist drin. So. Und hier ist hoffentlich irgendwo auch der Eingang in die Katakomben. Ich habe eine Lunte dabei, also ich könnte diese ganzen Kerzen anzünden. Ich lege mir hier mal einen festen Speicherpunkt an, dass ich hier ein bisschen experimentieren kann. Das ist mal eigentlich für jede Aufnahmesession gemacht. Also.
Kerzen. Ein Teil davon ist aus und hier fehlt in der Tat eine. Aber was für eine? Hier fehlt keine, oder? Doch, hier. Ich mach die erstmal alle an. Und dann gucken wir mal. Wenn ich meine Lunte jemals finde. Mache ich die nicht an? Kann ich die nicht anmachen? Verdammt. Andersrum drehen. So rum, so rum, so. Kann man leider sehr schlecht sehen im Dunkeln, was ich eigentlich gerade mache. Muss ich die erst anbrennen selber? Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich die Lunte anzünde. An so einer Kerze und dann hier irgendwie irgendwas aufgeht. Das ist hier der Geist. Sind hier welche Schalter? Nee, leider gar nichts. Kerzenständer kann ich auch nicht bewegen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hier sind doch keine Knöpfe oder irgendwas. Das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Da muss einfach nur auf das eine Ding noch eine Kerze drauf. Hier fehlt eindeutig eine. Ich habe nur keine Ahnung, was für eine. Hier ist eine große. Vielleicht das irgendwie eine Bedeutung. Hier sind zwei so halbe. Hier sind aber auch irgendwie nur andere zwei. Genau wie hier. Die gibt es auch noch in dick und dünn. Oh Gott. Das wird auch nur so eine Gewichtssache sein. Also hier muss wahrscheinlich eine kleine, fast abgebrannte drauf. Okay, hier passiert irgendwas. Konnte ich was machen? Muss vielleicht nur hier irgendwas hier quietscht doch hinter der Wand. Ich nehme einfach gerade mal Kerzen und setze die hier drauf. Wo ist die runtergefallene? Ich weiß leider nicht, wie es funktioniert momentan. Ich werde mal in der offenen Pause ein bisschen rumprobieren. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahme und ich hoffe, es klappt dann. Ja, mal gucken. Irgendeine Idee werde ich kriegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann.